Was geht, Freunde? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video, gleichzeitig und zu einer neuen Reaction. Heute reagieren wir auf das neueste Lied von Alena Teke. Das Lied heißt Tandem Intihade. Also übersetzt heißt das so wie, ich kenne diesen Selbstmord oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall ist das jetzt nicht so ein Song, wo du halt tanzen wirst. Das ist so ein Depri-Lied, habe ich das Gefühl. Aber es soll auch richtig schön sein. Und das Lied kam vor einer Stunde raus und hat knapp 9200 Aufrufe. Und die Kommentare sind fast nur positiv. Und ich bin sehr überrascht davon. Und jetzt gucken wir uns das Musikvideo an. Wenn euch das Video schon mal gefällt, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ihr könnt mich für kostenlos abonnieren. Ohne viel zu reden, fangen wir sofort an. Also ich sehe jetzt, dass das so ein richtig trauriges Lied ist. Und hier sehen wir jetzt so eine Tankstelle. Beziehungsweise fast eine verlassene Tankstelle. Weil innen drin sieht man schon, dass das Ganze irgendwie zu ist, beziehungsweise geschlossen ist, weil da irgendwie komplett mit Zeitungen überzogen sind. Und da sind halt nur drei Tanksäulen oder so, das heißt. Und gerade haben wir noch diese kleinen Ausschnitte gesehen, wo die wegrennt. Das sah ein bisschen aus wie ein Horrorfilm. Machen wir weiter, aber das sieht, hört sich schon mal richtig gut an. Auf einmal hat das richtig geschossen, als sie ganz ruhig wurde. Dann hat man irgendwie so einen Krankenwagen-Sound gehört. Und dann haben wir einen Typen gesehen, der halt in einem Krankenbett liegt. Und auf einmal hat das so richtig reingehauen. Also das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Aber es gefällt mir richtig gut. Okay, ich wollte gerade sagen, wohin rennt die ganze Zeit? Die guckt sie immer so nach hinten. Ich dachte, die haut irgendwie vom Polizisten oder so ab. Aber ich glaube, die ist jetzt im Krankenhaus. Also die ist jetzt irgendwie dahin gerannt, glaube ich. Und das Video sieht auch richtig altmodisch aus. Also Vintage sozusagen, weil ich glaube, Vintage ist ja eine positive... Vintage ist ja so eine positive... 2 Stunden später. Aber Vintage ist ja auch altmodisch mäßig, aber halt in einem positiven hineingezogen. Also hier sehen wir jetzt, dass sie zu dem Typen gehen wollte, glaube ich, weil die am Anfang am Handy war und ich glaube, irgendjemand hat gesagt, dass er im Krankenhaus ist oder dass er sich selbst das Leben nehmen wollte. Und jetzt darf die irgendwie nicht rein, glaube ich, weil er, glaube ich, im Koma ist oder so. Und jetzt macht die so einen Aufstand. Kann ich verstehen. Und das Krankenhaus gefällt mir richtig gut, weil das so altmodisch ist. Okay, also das Lied hört sich so richtig gut an und ihre Stimme ist auch so richtig angenehm. Sie schreit nicht so krass rum, weil die hat auch Lieder, wo die halt außerdem nicht so richtig anfängt zu schreien. Und hier ist das so, also es passt, habe ich das Gefühl. Es harmoniert sozusagen. Und jetzt ist die auf einmal auch... Okay, ich weiß, glaube ich, warum die jetzt so angezogen ist. Damit die halt zu den Typen reingehen kann, glaube ich. Weil die ja sonst nicht reingehen darf. Und die guckt jetzt so, als ob die jeden killen möchte. Ich dachte, dieser Typ ist jetzt tot, weil unten jetzt komplett zugedeckt ist. Ich finde es sehr interessant, weil die meinte, dass das Video irgendwie auch in ihrem realen Leben passiert ist. Also beziehungsweise diese Szene im realen Leben passiert ist. Also sie ist jetzt wirklich in echt auch irgendwie als Krankenschwester angezogen gewesen, um einen Freund zu sehen. Also ich finde sowas auch richtig stark, so eine Aktion überhaupt durchzuführen, weil das ist ja auch strafbar. Olur belki bir süre acıtmam ellerini.
Also wir sehen jetzt, dass die jetzt zu dem Typen hingegangen ist und einfach nur neben den sein wollte. Und da sieht man auch, dass sie halt so froh ist darüber, dass er noch lebt, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall geschockt, also im positiven Sinne. Achso, die hat jetzt einen Teddy da rausgenommen. Ich dachte, die holt jetzt so ein Messer oder so raus. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so horrorfilmmäßig inspiriert. Ich habe keine Ahnung warum. Weil das Lied halt auch so emotional ist und so negativ ist. So im traurigen Modus ist. Ich dachte, da kommt jetzt einfach vor oder so raus. Und jetzt hat die so einen Teddybär irgendwie rausgerückt für den. Da merkt man, dass die Person richtig geliebt hat. Okay, die wurde jetzt irgendwie erwischt und die tragen den jetzt raus, glaube ich. Also, das habe ich jetzt nicht so verstanden. Oder ist sie da eingeschlafen? Glaube, das war das Zeichen, dass der in diesem Moment gestorben ist, als er den Teddy losgelassen hat. Achso, das sind schon wieder so Kleinigkeiten. Keine Ahnung, ist einfach nur krass, das Gefühl. Okay, die Endszene fand ich jetzt sehr gut. Die ist dann auf einmal zusammengebrochen am Ende, weil der Typ halt gestorben ist und weil sie es auch eigentlich geschafft hat, aber andererseits auch nicht. Das Video finde ich schon emotional und auch, also positiv. Also ich finde gut, dass das Lied mit dem Video harmoniert. Mein Fazit ist, also das Video hat mir schon gefallen und das Lied hat mir noch mehr gefallen als das Video, weil das Lied irgendwie so emotional ist und so viele Bedeutungen hat. Also mit sowas habe ich jetzt nicht gerechnet, weil die hatte auch traurige Lieder, aber die wurden halt nicht richtig released sozusagen. Vielleicht in so einer Serie oder so und nicht so richtig als ein Song. Bin auch sehr froh, dass solche Lieder von ihr auch mal gezeigt werden bzw. rausgebracht werden. Also für das ganze Musikvideo gebe ich so eine 8 von 10 und für das Lied gebe ich so eine 9,5. Schreibt mir unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Damit würde ich sagen, das war's mit meinem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.